Wochenende war das Liga-Team Berlin vom TSV Rudow Ausrichter des zweiten Kampftages der Judo-Regionalliga. Im Werder-Seelenbinder Sportpark rangen die teilnehmenden Teams aus Berlin und den umliegenden Bundesländern um die meisten Ligapunkte, immer natürlich unter lautem Anfeuern ihrer Kameraden. Die gastgebenden Vereine des Liga-Team Berlins sorgten für eine würdige Atmosphäre dieser zweiten Veranstaltung der Regionalliga Nordost. Leider konnte sich der Gastgeber am Ende nur auf dem 6. Platz wiederfinden. Den 5. Platz belegten die Gäste aus Mecklenburg von Grimmen. 4. wurde der 2. Berlin-Vertreter Polizei SV Berlin. Und den 3. Platz belegte Dynamo Hoppegarten aus dem Land Brandenburg. Im Finale traf der Budo-Verein Lauchhammer auf die Kampfgemeinschaft Judoka Mecklenburg-Vorpommern. Lauchhammer konnte aber nur 2 von 7 Punkten holen und musste sich schließlich geschlagen geben. Wir sind sehr glücklich, dass wir wieder Tabellenführung übernommen haben oder einfach gehalten haben, eher zu sagen. Und ja, wir hätten nicht gedacht, dass wir heute wieder Erster werden. Für das Liga-Team Berlin bleibt nach diesem Heimkampf zu resümieren 3 Kämpfe knapp mit 3-4 verloren. Knapper geht es nicht. Kampfeinsatz, Kampfeswille war bei allen vorhanden von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und auch trotzdem man heute den 3. Platz belegt hat, werden sie auch am 3. Kampftag in Brandenburg, in Lauchhammer, dort mit voller Kraft rangehen, um nochmal in der Tabelle etwas weiter nach oben zu klettern.